Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind immer noch im Hauptquartier. Der Chef ist mit unserer Tochter im Hubschrauber abgehauen und wir müssen hier schnellstmöglich raus, um da hinterher zu kommen. Und ich würde sagen, genau das tun wir jetzt auch. Das werden wir ja noch sehen, ob das ein voller Erfolg ist. Ich glaube nicht dran. Einmal kurz hergelockt. Der andere sieht ja uns. Nö. Ich hoffe nicht, dass er sich rumdreht. Hä? Oh Gott. Ui, hat er mich erschrocken. Na, zum Glück hat er sich auch so lange erschrocken. Ist, da kommt jetzt so eine Olle rum. Wo müssen wir denn hin? Ah, shit. Ja, das war klar. Vielleicht schaffen wir es ja ganz schnell wegzurennen. Ich will hier nur durch. Ach, verdammt. Hätte ja klappen können. Na gut. Aber wir sind auch in vielen Folgen sehr, sehr viel geschlichen. Da finde ich es gar nicht so schlecht, dass wenn es sich jetzt langsam dem Ende neigt, wir auch nochmal ein bisschen unsere Power zeigen können. Und verdient haben sie es alle. Und das ging ja fix. Da hätte ich mit ein bisschen mehr Widerstand gerechnet. Aber beschweren tue ich mich auch nicht. Let's hack. Eine Kamera. Alles Wissenschaftler. Noch ein paar Securities, aber mehr auch nicht. Zumindest kommen nicht mehr so viel Muskelprotze. The first test will serve as a benchmark. Once the process is calibrated, we can extrapolate how it will work on a larger scale. Ist jetzt richtig verstanden, dass das Gas, was dort rausgeströmt wurde, jetzt auch alle zu so einen Viechern vom Virum verwandelt? Also, ihr wisst schon, was ich meine? Dass die jetzt alle so eine komischen Mutanten werden dadurch? Ist das der Plan? Wäre nett, wenn du hier noch rumkommen würdest. Nein, er dreht sich rum. Wir müssen da hinten durch. Dann laufen wir da einmal außen drum herum. Wird man noch ganz kurz abwarten, bis der sich da wieder rumgedreht hat. Genau. Weil Sabotage würde ich dann doch einmal durchführen. Weil einfach so kommen wir da auf jeden Fall nicht raus. Wir müssen... Ach, komm. Vielleicht schaffe ich es ja trotzdem, schnell noch Sabotage zu machen. Das war doch gut. Mann, 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 wie schnell die sich aber auch auf einmal verwandeln hier. Also das wäre es mir nicht wert. Dann lieber im Gefängnis sitzen. Ich glaube, das war denen auch allen nicht so bewusst. Haben denen jetzt bestimmt kein Bild von so einer Eiterbeule im Gefängnis gezeigt und gesagt, hier, wir machen dich dazu, dafür bist du frei. Glaube ich eher weniger. Ich muss sagen, ich fand die Zeit im Gefängnis ein bisschen kurz. Also ich glaube, aus dem Gefängnis hätte man noch mehr machen können. Wäre an sich eigentlich eine coole Situation. Aber mal ein bisschen eine Abwechslung zu generell hier Endturn Hauptquartier und Außenposten und Trainingslager. Oh Gott, ich muss ja mal ein bisschen auf meine Leben achten. Hey, 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 Leben, 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 Leben. Danke. Wir heilen uns mit Gegnern in der Hand. Ist doch auch cool, oder? Ach komm, hör doch auf. Waren aber auch viele auf einmal.
Mach gleich Raserei, wenn hier noch eine Welle kommt. Okay, leider nein. Aber viel mit Geisterpunkten ist gerade auch nicht mehr. Und zu trinken haben wir auch nichts. Mann, Mann, Mann. I've got it. They've taken her to one of their offshore black sites. I'll send Declan to pick you up as soon as we've moved the survivors somewhere safe. So I've got time to settle things with Onawa. Oh, müssen wir da jetzt unbedingt nochmal hin? Na klar, schön war es nicht, dass wir gegen den Werwolf kämpfen mussten. Jetzt so unbedingt auf Rache bin ich eigentlich nicht aus. Lieber Tochter holen und dann bye bye. Also jetzt nochmal zu Onawa zu gehen und mit der zu quatschen. Der Angriff auf das Antron Hauptquartier endet in einem Fehlschlag. Watkins flieht mit Adana, nachdem er die Operation Earthblood aktiviert hat. Eine Verbindung, die als Katalysator agiert, der es den Geistern des Wurm ermöglicht, Menschen, die für seinen Einfluss empfänglich sind, leichter in Besitz zu nehmen und sie in Fomori zu verwandeln. Also tatsächlich so. Ist auf den Legostein getreten. Ganz normale Reaktion darauf. Auch wieder. Could she have really given into the worm? I have to be sure. Wieder ein bisschen unspektakulär. Sind die jetzt alle hier unten und warten auf uns? Aber ich höre es auch jaulen. Bestimmt die roten Klauen. Hä? Wieso denn das? Mir blieb gar keine andere Wahl, hat er automatisch gemacht. Ah, schön, dass sie ihre Hosen noch angelassen haben. Wir sind natürlich hier der mächtigste von allen. Achso, das waren ja eigentlich unsere Kumpels, ne? Ja, gut, okay. Dann müssen sich halt mal zusammenreißen, ne? Bin ich ja nichts für. Captain Fergus, vor Ort kommt es zu Schwierigkeiten. Lokales Rudel stellt ein Problem dar. Angriffe gefährden den vom Vorstand mitgeteilten Zeitplan. Das haben wir schon gelesen. Bin mir sogar relativ sicher, dass wir das schon gelesen haben. Riechen die mich jetzt, oder? Was macht denn er? Okay, also wir können auf jeden Fall nicht mehr schleichen. Ah, Mann, Mann, wären das aber auch viele. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als hier mal ein bisschen aufzuräumen. Und du da hinten genauso. Ach, keine Eiderbeule. Was macht denn der? Der kann sich wohl beamen, oder? Ach, geh doch weg mit deinem Eiter. Clara Siegel. Na. Die Clara Siegel-Klaue kommt. Das wollte ich sagen. Oh Gott, das werden wir hier echt. Langsam wird es ein bisschen anstrengend mit euch. Gerade die Eiterbeulen, die halten halt so viel aus. Ich weiß gar nicht, ob das die waren, die sich dann noch wiederbeleben. Anscheinend nicht. Aber uns kann zum Glück nichts anhaben. Schnupper nochmal. Nö. Jetzt Sabotage macht, glaube ich, keinen Sinn mehr. So, Declan, hol uns hier ab.
Oh oh. What is it? Dusk. The gas. He didn't make it. No! I'm sorry. Dusk. Hmm. Ich hab das Gefühl, wir sollen hier hoch, aber... Ah. Nee, auch nicht. Sah so aus, als wäre der Weg für uns gedacht. Ah doch, war schon richtig, ne? Enttäusch mich jetzt nicht, Spiel. Komm schon. Mit Anlauf. Hä? Muss ich wirklich außen rum? Na. Mit Stein hat das nicht so. Ist das Dusk? So many dead. And I'll make Watkins pay for every one. Nö, ist er nicht. Wie kommen wir denn jetzt dahinter? Irgendwie das Gefühl, dass wir falsch sind. Sah schon so aus, als hätten wir da oben lang gesollt, aber... Hier laufen wir ja wieder bloß komplett in den Außenposten rein, oder? Ne, hier geht's raus, alles klar. Naja, dann geht's jetzt mal zu den roten Klauen, mal fragen, was das soll. Ich befürchte schon Schlimmes. Die werden sich entweder rausreden und sagen, wir konnten gar nichts dafür. Die haben unserem Kollegen irgendwas gespritzt und auf einmal war er böse. Oder wir müssen extremst ausrasten. Und einmal alles um uns rum vernichten. Erstmal bell ich dich an. Ich glaube, es macht dir keine Angst. Onawa. I had to fight one of your wolves at Endrin's HQ. I had Watkins until your wolf interfered. Why? You still don't understand. Survival requires sacrifice. Endrin is too powerful. The worm is too powerful. Fighting against them only leads to unnecessary death. Oh, die roten Klauen sind korrumpiert? Engaru verrät die Seien nicht, ja, aber hallo. You betrayed me. And you betrayed Gaia. You sold yourselves to the worm. I've made no pact with the worm. But Endrin is prepared to move off our territory and leave us in peace. Was nenne ich einen Pakt? In exchange for a few heads. Ja, wir müssen gleich ausflippen. Sie hat Lambda Mankind angegriffen. Sie hat mir die roten Klauten genau auf den Hals gehetzt. Ja, beides irgendwie. So that Red Talon was following your orders. Yes, but you survived. And that puts all of us in danger. Your death was a key part of the arrangement. You've lost your mind. Pachua never should have allowed this to happen unless the worms corrupted him too. Through your bond. I'm sorry, Onawa, but I need to put things right. Ach, na super. Und gegen den Schutzgeist noch. Was macht er? Hä? Hat jetzt das Böse aus uns rausgesaugt in die andere rein. Ich hoffe nicht, dass der Schutzgeist mitkämpft. Gut, die anderen Wölfe scheinen nicht so schwer zu sein. Aber auch sie hat keine krasse Lebensanzeige, wie das ein Boss so haben würde. Ja, geht. Hey, was war das? Ich bin schwarz vor Augen geworden, ich bin unterzuckert. Bitte gebt mir einen Bonbon. Ne, das war der Flügel von dem Ding hier. Ach, ist doch gut. Jetzt lass mich da erstmal um deinen Kollegen kümmern. Du kommst auch noch dran. Jo, jetzt überleg mal. Was machen wir? Ich glaube, gegen die Werwölfe ist... Ich hänge. Au. Ist eigentlich diese schnelle Haltung besser. Au. Naja, gut, aber der hat nicht so viel Leben. Dann können wir einmal heilen.
würde ich sagen, wir gehen hier rein und dann gibt es einmal Arm. Dann ist er doch auch schon fast tot. Ah, also er ist der Endboss, natürlich. Sollte es anders sein. Dem können wir nicht mehr Schaden zufügen. Ach, der belebt jetzt einfach die Dingers wieder. Kann ich nur den Kopf schaden oder auch den Flügeln? Ich weiß es nicht genau. Alles klar, also wir müssen jedes Mal die Wölfe besiegen. Dann kommt er kurz runter, um sie zu heilen. Und in der Zeit können wir ihm Schaden zufügen. Aber ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal ein bisschen mehr Schaden reinpfeffern können. Ansonsten müssen wir den ganzen Spaß ganze 7 Mal noch machen. Ach komm, geh doch weg. Ah, zumindest können wir uns an den Wölfen einigermaßen... Was ist denn das? Einigermaßen gut Zorn holen, dass wir uns immer wieder... das hat ordentlich... Was macht denn die? Beruhige dich. So, Nummer 1 haben wir. Für so viel Zorn ist es halt leider auch gar nicht. Au, das pfeffert halt aber auch jedes Mal rein. So, Freund, komm runter. Jetzt müsst ihr runterkommen. Jetzt gibt's erstmal hier. Gut, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Schaden hingekriegt. Das geht. Au, nee, wir müssen wieder in die Schnelle. Oh, jetzt sind wir schon bei 3 Wölfen, natürlich. Ah, wir kriegen halt echt nicht viel Zorn. Oh, und was ist das für ein ganzer Scheiß hier? Gut, es wird tatsächlich mal etwas herausfordernder. Aber ich denke trotzdem kein Problem. Au. Raserei wäre halt geil, wenn wir mit Raserei einmal auf den Pachua kommen. Ich weiß nicht, ob wir sie währenddessen jetzt hier angreifen können. Ich glaube halt eher nicht, ne? Oder doch? Okay. Ja, mit Raserei können wir ihm natürlich echt ordentlich was abpfeffern. Ah, die macht anscheinend auch nichts anderes. Das ist gar nicht so wild. Und da haben wir sie nämlich schon wieder. So, schnell andere Haltung. Einmal zack. Ach Mist. Fuck, das habe ich jetzt ein bisschen vergeigt, entschuldigt. War doch in der falschen Haltung. Wir könnten Raserei auslösen, aber ich würde es mir wirklich gerne aufheben. Hör doch auf. Ah, diesmal haben wir sie relativ schnell runtergekriegt, ohne viel Schaden zu kassieren. So, jetzt Raserei. Pachua, komm runter. Bam. Ah, ging eigentlich ganz gut. Ich dachte am Anfang, es dauert länger. Da hat das Böse in ihm gesteckt. Das muss raus. Am I still your enemy, leader of the Red Talons? Forgive me, Fianna Warrior. I failed in my duty. Yep. I remain blind as Endrin used me to corrupt our guardian spirit. What will become of him now? He was gravely tainted by the worm, but will regain his strength in time and be reborn from his ashes.
You will forever have the Red Talon's gratitude. Ja, was soll das? Also, wollen wir ihr noch 1000 Mal verzeihen? Fort damit, hier, Kuh, Zorn, ausrasten, geht leider nicht, schade. How was the worm able to reach Pachua? My blind pride. I thought I was strong enough to withstand the worm on my own. But, as always, it was Pachua protecting me through our bond. He suffered the full extent of the worm's corruption. And through this same bond, I allowed the corruption that infected Pachua to cloud my mind. His rage became my own. Hier trennen sich unsere Wege, sie werden weiterkämpfen müssen. Nö, hier trennen sich die Wege. I have to leave. My daughter can't wait. Leave without worry, Cahal. You have significantly weakened Endran's hold here. We will finish the purification of our territory. Maybe we'll meet again someday. You will be welcome if you ever come this way again. Ja, glaube ich, kein Wort mehr. Jetzt nochmal. Auf jeden Fall ein Bella. Gibt's ja wohl nicht, dass wir da wieder verzeihen. Kann leider keine Armbrust benutzen, ich hab's gerade probiert. Na gut, wir haben ihren Schutzgeist befreit vom Wurm. Und damit haben wir es dann auch erstmal geschafft für die Folge. War ja an sich ganz spannend, mal gegen den Schutzgeist zu kämpfen, war einfacher als gedacht. Ich dachte wirklich am Anfang, es dauert ein bisschen länger, aber nach dem zweiten, dritten Mal ging es ja dann doch relativ schnell vorbei. Ich danke euch fürs Zuschauen, morgen geht's dann weiter. Bis dahin, macht's gut.